Bitte vervollständigen Sie folgende Sätze. Meine größte Hoffnung bei künstlicher Intelligenz ist, Dass sie das Leben von Menschen einfacher, praktischer, schöner macht und uns neue Möglichkeiten eröffnet, die wir uns zum Teil noch gar nicht vorstellen können. und die größte Angst bei künstlicher Intelligenz? Angst ist generell ein schlechter Ratgeber. Es geht nicht so sehr um Angst, sondern darum, dass man bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz immer aufpasst, dass die Rechte von Menschen gewährleistet werden, dass es also in erster Linie um uns, Userinnen und User, geht und nicht in erster Linie um die Technik oder die Daten oder sonst wen. Wir sind die Hauptperson. Daran schließt sich schon meine nächste Frage an. Müssen die Verbraucher vor der KI geschützt werden oder die KI vor dem Verbraucherschutz? Weder noch, das sind keine Gegensätze. KI und Verbraucherschutz gehören dringend zusammen. Und man muss es von Anfang an zusammen denken. Also schon bei der Entwicklung von KI muss man darauf achten, welche Belange von Userinnen und Usern oder Verbraucherinnen und Verbrauchern müssen geschützt werden. Datenschutz, Privatsphäre, all solche Dinge. Reicht die Selbstverpflichtung von Unternehmen aus oder ist aus Ihrer Sicht hier die Politik gefragt? Immer wenn es um Daten geht, muss die Politik besonders wachsam sein, weil Daten so kostbar geworden sind, man denen viel, mit denen viel machen kann. Zum Beispiel manipulieren auch, haben wir bei Cambridge Analytica-Skandal, bei dem haben wir das gesehen. Das heißt, wir brauchen schon Regeln, klare Regeln, aber die entwickeln sich immer weiter, weil die KI sich ja auch immer noch weiterentwickelt. Diskutieren die EU-Mitgliedstaaten zu intensiv und zu lang die Kontrolle von KI, statt endlich einen gemeinsamen Weg aufzuzeigen? Die europäischen Mitgliedstaaten sind mit der Datenschutzgrundverordnung schon einen riesigen Schritt gegangen, was Daten insgesamt betrifft. Das ist ein Modell, was inzwischen weltweit kopiert wird. Man hat ein Recht darauf, dass die Daten gelöscht werden. Man hat eine viel stärkere Kontrolle. Ansonsten klar, Europa sind 28 Mitgliedstaaten, vielleicht bald nur noch 27. Da dauert das ein bisschen, aber das brauchen wir. Wir brauchen eine europaweite Regelung, und wir brauchen Grundsätze, nicht Detailregelungen. Sie befürchten, möchten Diskriminierung von Algorithmen verhindern. Wie wollen Sie das machen? Vor allen Dingen müssen Algorithmen transparent sein. Also man muss wissen, nach welchen Kriterien wird man eigentlich beurteilt und in irgendwelche Schubladen gepackt. Aufgrund welches Merkmals wird von mir jetzt gesagt, ich darf einen Kredit bekommen oder ich darf das nicht. Das muss man erfahren dürfen als Bürgerin und als Bürger. Das ist das Wichtigste. Denn manchmal diskriminieren Algorithmen, zum Beispiel Frauen im Berufsleben oder Menschen, die aus einem ärmeren Stadtviertel kommen. Das darf nicht sein. Internetanbieter wie oder Internetplattformanbieter wie Facebook sollen stärker kontrolliert werden und auch ihre Algorithmen für Verbraucherschutzorganisationen und Behörden zugänglich machen. Warum? Die Algorithmen bestimmen darüber, was mit meinen Daten geschieht. Und daraus entsteht zum Beispiel oft so ein Persönlichkeitsprofil. Danach bekomme ich Werbung, aber ich werde danach auch einsortiert, ob ich kreditwürdig bin, ob ich eine Wohnung bekommen soll, solche Dinge. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig. Und Facebook verfügt über so viele Daten, die können so viel damit machen, da müssen wir Grenzen setzen. Und das müssen wir von staatlicher Seite tun, idealerweise eben europäisch. Was muss der mündige IT-Kunde selber wissen und wie stark kann er sich auf die Regulierung verlassen? Als IT-Nutzerin oder Nutzer sollte man zusehen, dass man nicht mehr Daten von sich preisgibt als nötig. Das finde ich jedenfalls. Und zum Glück werden wir ja inzwischen gefragt seit der Datenschutzgrundverordnung. Zum Beispiel darf ich als Programm auf die Freunde zugreifen, auf die Adressliste, auf den Standort. Da kann man ruhig Nein sagen, wenn man findet, das gehört nicht zu dem Service dazu. Aber die Politik muss die Rahmenbedingungen setzen. Wir tun das. Aber natürlich können wir nicht immer ganz aktuell sein. Also selber aufpassen muss man auch und sich immer mal bei den Verbraucherschutzorganisationen erkundigen, die passen auch mit auf. Ganz herzlichen Dank.